Der Start ist frei. Startfrei zur zweiten internationalen Meisterschaft in Baden. Großer Preis der Rohdorfer Baustoffe. Beim Anfang zur 2100 Meter Startmarke. Die 1 Charles de Gaulle mit Thomas Priville. Die 2 Mr. B mit Georg Gruber Junior. Die 3 Othello Victory mit Gregor Krenmeier. Die 4 Samurai B mit Alessandro Moretti. Die 5 Wild Viking Rude Haller. Die 6 Abasi Conny Meyer. Die 7 Global Limousine mit Matthias Zimmermann. Die 8 Sundance B mit Paolo Romanelli. Die 9 Attrapmoir mit Peter Sikora. Die 10 Abapente Wohe mit Hupsi Brandstetter. Die 11 Freilord mit Gerd Meyer. Die 12 Sing Halleluja mit David Nutte. Und die 13 King of the World mit Jos Verbeek. Noch knapp 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer! Ab in die zweite internationale Meisterschaft von Baden und da beginnt Wild Viking ganz stark, aber auch Samurai B und an der Innenkante hält Charles de Gaulle mit. Samurai B dürfte als Führender in den ersten Lesdorfer Bogen gehen. Samurai B führt mit Alessandro Moretti vor Charles de Gaulle und außen Wild Viking. Auch sehr gut gestartet, aber jetzt in dritter Stufe. Disqualifiziert, achtes. Sundance B mit einem Startfehler aus dem Bewerb. Samurai B führt auf der Gegengeraden vor Wild Viking und Charles de Gaulle. Innen Othello Victory. Und außen setzt jetzt wieder Frelord zu seinem Vorstoß an. Samurai B in Front vor Wild Viking. Innen Charles de Gaulle, außen Frelord zur Stelle und bereits an dritter Stelle auszunehmen. Innen dahinter auch Mr. B gut im Rennen. Dann folgt Othello Victory vor Up Up and Away. Und dahinter auch King of the World. Aber zu Beginn der Tribüne geraten und gleich ist die Hälfte der Distanz absolviert. Samurai B in Front. Samurai B vor Frelord. Innen Wild Viking, außen Othello Victory, bestens platziert, innen Charles de Gaulle, dann Mr. B und außen Up Up and Away vor Attrapmoir. Dahinter sieht man Sing Halleluja an der Innenkante King of the World vor Global Limousine und Abasi. In dieser Reihenfolge geht es zum zweiten Mal durch den Lesdorfer Bogen. Samurai B führt vor Frelord und innen Wild Viking. Dahinter unverändert, Othello Victory außen an vierter Stelle, innen hält sich Charles de Gaulle. Fehler von Othello Victory! Samurai B auf der letzten Gegengeraden, in Front, vor Wild Viking, dahinter Frelord an dritter Stelle. Innen gut dabei auch nach wie vor Charles de Gaulle und ganz außen versucht jetzt der King of the World. Es geht in den Schlussbogen ein, Samurai B in Front, vor Wild Viking. Samurai B im Schlussbogen Front, innen Wild Viking. Außen kommt Sing Halleluja. Es führt in den Einlaufen Samurai B. Samurai B setzt sich ab, führt vor Sing Halleluja. Die zweite Meisterschaft gewinnt Samurai B und Alessandro Moretti. Sing Halleluja wird zweiter und der King of the World, guter Dritter. Was für ein Rennen und Einlauf vorläufig lautet 4 vor 2. Zweites Galopp, zweites.
Der vorläufige Einlauf auf den ersten vier Plätzen lautet 4, 12, 13, 5. Ich wiederhole, Einlauf vorläufig auf den ersten vier Plätzen 4, 12, 13, 5. Ja, im Wiener Circle, also die großen Gewinner dieser zweiten internationalen Meisterschaft von Baden. 1,14,2, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist die Siegerzeit. Überlegen war der Sieg mit 5 Längen Vorsprung. Ja, italienisch gezogenes Pferd, in slowenischem Besitz von einem Österreicher hierher gebracht, nämlich von Wolfgang Ruth, der gestern mit dem Transporter sowohl den ersten als auch den zweiten gebracht hat, also Samurai Bay und Sing, Halleluja. Auch das wollen wir an dieser Stelle durchaus würdigen. Die Firma Rohrdorfer Baustoffe hat also die Patronanz erhalten, hat bei der Verlosung gewonnen. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmals allen, die hier mitgemacht haben, meinen Dank ausdrücken für den Baden- und Verein. Insgesamt haben damit alle sehr viel beigetragen, dass wir dieses tolle Rennen sehen durften.